alles ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Wer die Welt bereist und ganz schön Mut beweist, das ist Julian, checke Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verbrennt, der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, checke Julian, checke Julian! Ey Leute, ich sitze hier gerade in der Achterbahn und jetzt geht's hier gleich mit 120 Sachen runter. Und es ist auch ganz schön hoch hier. Alter, jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter! Ihr habt's wahrscheinlich schon gemerkt. Heute geht's um Achterbahnen. Solche, wie wir sie kennen, gibt es schon seit 100 Jahren. Damals waren die aber noch aus Holz. Heute sind die Achterbahnen meistens aus Stahl und zum Teil so schnell wie Rennautos. Und solche Achterbahnen teste ich heute. Und Leute, ich muss gestehen, ein bisschen Schiss habe ich schon. Aber es macht auch mega Spaß. Warum das so ist, checke ich heute. Ich fahre mit einer der schnellsten Achterbahnen Deutschlands und messe, welche Belastungen dabei auf mich wirken. Außerdem kletter ich für einen Sicherheitscheck auf die Spitze einer Achterbahn. Ich entwerfe meine eigene Checker-Achterbahn und ich teste die erste Achterbahn der Welt, in der man selber Gas geben kann. Also, alle anschnallen und gut festhalten. Hier kommt der Achterbahn-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Habt sie! Warum heißt die Achterbahn Achterbahn? Was passiert beim Achterbahnfahren im Körper? Und wie baut man eine Achterbahn? Das check ich für euch. Los geht's im Holiday Park in der Pfalz. Hier gibt's jede Menge Fahrgeschäfte und eine der höchsten Achterbahnen in Deutschland. Und da muss ich jetzt hoch. Für einen Sicherheitscheck. Der wird jeden Tag gemacht. Aber vorher brauche ich noch einen Sicherheitsgurt. Bernd, der mir gerade hilft, ist Achterbahn-Experte und zeigt mir, wie so eine Achterbahn funktioniert. Und da müssen wir jetzt hoch, Bernd. Ja, da müssen wir jetzt hoch. Das sind 62 Meter, 25 Stockwerke ungefähr. 25 Stockwerke, wie ein Hochhaus. Wie ein Hochhaus, genau. Und da marschieren wir jetzt mal zusammen hoch. Auf dem Weg nach oben überprüft Bernd die Schienen. Nur wenn alles in Ordnung ist, darf die Achterbahn fahren. Und mir wird jetzt schon ein bisschen flau im Magen. Zum Glück sind wir hier oben gesichert. So, jetzt sind wir sicher. Okay. Boah, Bernd, ey, das ist ja echt der Mega-Ausblick hier. Du kannst den ganzen Park sehen. Genau, also das ist auch das Erste, was ich mache hier oben. Erstmal die Aussicht genießen und mich ein bisschen umgucken und durchschnaufen von den 62 Metern, die wir jetzt gerade hochgeklettert sind. Nicht nur wegen der Höhe hier, ganz schön wackelige Knie irgendwie. Nee, es ist auch anstrengend. Was ist denn hier dein Job hier oben? Was machst du denn hier? Also hier oben, wir haben uns natürlich beim Hochlaufen schon jetzt die Schiene angeguckt, dass da alles in Ordnung ist und hier oben, dass das Seil ordentlich läuft, dass die Führungsrollen in Ordnung sind. Und wenn wir uns das angeguckt haben und alles in Ordnung ist, dann müssen wir den Knopf hinter dir drücken, weil ohne, dass wir den gedrückt haben und bestätigt haben, dass hier oben alles okay ist, gibt der Computer die Bahn nicht frei. Okay. Du hast gesagt Rollen und Seile, da ist dann ein Seil dran, einfach ein normales Seil. Ein Stahlseil, so ähnlich wie bei dem Aufzug. Und was macht das? Das zieht den Zug hoch. Also wir haben unten ein Catchcar, das hakt sich in den Zug ein, also wie so ein Catchcar. Schlitten im Prinzip, das sich in den Zug einhakt und den Zug dann hier hochzieht. An einem dicken Stahlseil wird das Catchcar hochgezogen. So nennt man den Schlitten, in dem die Achterbahn hängt. Catch ist Englisch und heißt fangen. Die Achterbahn hat unten einen Haken, mit dem sie vom Catchcar eingefangen und auf den Hügel gezogen wird. Wenn die Achterbahn ganz oben ist, hakt sie aus. Ab dann rollt die Achterbahn nur noch. Einen eigenen Antrieb hat sie nämlich nicht. Alter, und damit kann ich jetzt gleich fahren. Ja, da setzen wir dich gleich rein. Aber wenn wir jetzt hier schon oben sind, ich habe noch eine Checker-Frage für dich. Und zwar, warum heißt die Achterbahn Achterbahn? Ja, wenn du jetzt hier rüber guckst, kannst du es eigentlich schon fast erahnen.
denn die ersten Achterbahnen, die waren noch gar nicht so arg hoch. Mhm. Und die Schienen, die haben eine Form von einer liegenden Acht beschrieben. Und wenn du hinüber guckst, siehst du das auch. Das hat die Bahn hier auch. Ja, stimmt. Wie so eine umgedrehte Acht. Ja, genau. Wie eine liegende Acht im Prinzip. Und durch diese Form kam einfach der Name Achterbahn zustande. Mhm. Moderne Achterbahnen aus Stahl gibt es noch gar nicht so lange. Rasante Abfahrten fanden die Menschen aber schon immer gut. In Russland haben die Menschen schon vor über 300 Jahren im Winter Eisrutschbahnen gebaut. Schaut mal. Auf so ein Holzgerüst wurde Schnee geschippt, dann wurde Wasser drauf gegossen, bis dann Eis draus wurde und dann konnte man mit dem Schlitten runterrutschen. Huhu! Es ging natürlich nur im Winter und weil man natürlich auch im Sommer fahren wollte, hat man dann an die Schlitten Räder gebaut und die Eisbahn durch Schienen ersetzt. Die ersten Achterbahnen, die fast so aussahen wie die Achterbahnen heute, gab es vor ungefähr 100 Jahren. Damals waren die Achterbahnen aber noch aus Holz, hatten aber schon diese Achterform. Die meisten Achterbahnen heute sind ja aus Stahl. Es gibt aber immer noch Achterbahnen aus Holz. Wahrscheinlich, weil die so ein cooles Geräusch machen, wenn man da die Schienen runterrattert. Los geht's! Die Achterbahn heißt so, weil die Schienen aussehen wie eine Acht. Eigentlich ganz einfach. Gecheckt. Und jetzt erstmal eine Frage an euch. Was heißt das englische Wort Looping? A. Beuge, B. Schleife oder C. Kurve? Schaut mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Bevor ich gleich mitfahre, zeigt Bernd mir, wie ein Achterbahnzug von unten aussieht. Ein bisschen umgucken, wie es unter der Achterbahn aussieht. Das sind dann quasi die Reifen von den Dingern. Genau, das sind die Räder. Und du siehst, anders als beim Auto, hat die Bahn nicht nur oben Räder. Mhm. An der Seite auch? Und an der Seite und natürlich auch unten. Warum hat die denn unten Räder? Wir haben uns ja vorhin den Streckenverlauf angeguckt und die Bahn, die fährt wie so eine Acht. Die fährt in die Kurve, die legt sich ein bisschen auf die Seite. Und da wollen wir nicht, dass die Bahn von der Schiene fällt. Okay, das heißt Räder oben, Räder an der Seite und die Räder unten halten das richtig schön fest, damit wir nicht rausfliegen. Genau, so ist es. Und da haben wir nicht nur ein Rad oder vier Räder wie beim Auto, sondern wir haben sechs Räder allein hier an der Konstruktion. Wir haben das Ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal nach hinten und nochmal auf der anderen Seite. Also 6 mal 8 mal 2 sind 96 Räder, die den Zug an der Schiene halten. Okay, das heißt, die Räder klammern sich an die Schiene und der Wagen kann sie nicht abheben. Genau so ist es. Der sitzt bombenfest. Wirklich nicht? Ganz sicher. Der fliegt nicht weg? Nein. Wirklich nicht? Ganz sicher. Wirklich nicht? Nein. Wirklich nicht? Dank der 96 Räder bleibt die Achterbahn auch bei wilden Manövern fest mit der Schiene verbunden. Okay, also stabil ist es, aber wo ist jetzt die Bremse bei dem Ding? Ja, der Wagen selber hat keine Bremse. Keine Bremse? Ist ja verrückt. Nee, also der Zug wird mit Wirbelstrom abgebremst, das heißt mit Magnetkraft. Der hat keine Bremsen wie beim Auto, die auf und zu gehen, sondern du siehst hier, die Bremsschwerter nennen die sich. Und die fahren dann in der Bremse, die sich an der Schiene befindet, zwischen Magneten rein. Und der Zug wird dann mit Magnetkraft immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer, bis er steht. Alter, das klingt ja so verrückt. Die Bahn wird berührungslos zum Stehen gebracht durch Magnetkraft. Das finde ich richtig krass. Und so sieht die Bremse aus. Hier fahren die Bremsschwerter rein. Und das funktioniert ziemlich gut, oder? Weil die Bremsschwerter an der Achterbahn aus Eisen sind, werden sie von den Bremsmagneten angezogen. Und die sind so stark, dass sie die Achterbahn aus voller Fahrt in kürzester Zeit stoppen können. Oh Mann, oh Mann. Jetzt habe ich so langsam schon ein bisschen schwitzige Hände. Darf damit eigentlich jeder fahren? Also du musst mindestens 1,40 Meter groß sein, damit die Sicherheitsbügel und der Gurt dich richtig hält. Und du musst mindestens 11 Jahre alt sein, damit dein Körper, dein Knochenbau und so weiter auch stabil ist, um die Kräfte, die während der Fahrt wirken, auszuhalten. Na dann, kannst ja jetzt losgehen. Davor gibt mir Bernd aber noch eine Pulsuhr. Die misst während der Fahrt meinen Herzschlag. Und der ist jetzt schon ganz schön schnell. Herzfrequenz ist schon 101, 99. Und meine Hände fangen an zu zittern. Oh oh. Eieiei. Alter. Oh Mann, Leute.
Alter. Alter, Leute. So, wie war's? Das war ja richtig krass. Meine Knie sind total weich, meine Haare stehen zu Berge, aber das war auch, weil die Fahrt aber so schnell war. Ja, war du warst krass. Mit 120 km/h unterwegs. Das ist so verrückt. Dann gucken wir uns mal an, was deine Pulsuhr so aufgezeichnet hat und schauen uns mal die Ergebnisse an. Alles klar. Das ist die Aufzeichnung der Pulsuhr. Hier hat mein Herz super schnell geschlagen. Das war genau an der heftigsten Stelle. Hier bist du auch gerade durchgedonnert? Ja, durchgedonnert kann man wohl sagen. Boah, ich habe es auch richtig im Bauch gespürt und meine Hände haben ja so angefangen zu schwitzen. Was passiert da eigentlich im Körper? Und das ist auch eine Checkerfrage. Was passiert beim Achterbahnfahren im Körper? Dein Körper reagiert mit Angst. Du bist ja in Gefahr, du bist ganz weit oben. Du fährst mit einer Riesengeschwindigkeit und mit einer wahnsinnigen Beschleunigung in die Kurve nach oben und nach unten. Das heißt, dein Körper befindet sich eigentlich in Gefahr. Er ist aber durch die Bügel gesichert und durch die ganzen Mechanismen in der Bahn gesichert. Aber dein Körper reagiert darauf, wie er auf Angst reagiert. Dein Herzschlag geht nach oben, deine Hände fangen an zu schwitzen. Du kriegst Weiß auf der Stirn, du krallst dich fest und du bekommst eigentlich Panik. Dein Körper stößt auch Adrenalin aus. Was ist denn Adrenalin? Adrenalin ist ein Stoff, den dein Körper ausschüttet, mit dem er sich auf Angst vorbereitet. Also das heißt, in dem Moment, wie wenn du erschrickst zum Beispiel, kommt Adrenalin in deinem Körper hoch und dann spannst du dich an, nimmst alle deine Sinne zusammen und reagierst eben auf die Gefahr. Das habe ich gemerkt und das macht dann Spaß. Und am Ende der Fahrt hast du es auch gemerkt, wahrscheinlich auch bei den Leuten, die mit dir gefahren sind. Da kommt dann so eine Riesenerleichterung. Alle lachen und freuen sich, dass die Gefahr abgewendet ist. Ja, ich war echt ziemlich erleichtert, aber ich war auch echt erschöpft. Also da passiert auch ganz schön viel im Körper. Oh, Leute. Oh Gott. Beim Achterbahnfahren wird man immer total wild hin und her gerüttelt. Habt ihr ja gerade gesehen. Immer wieder wird man dann dabei richtig stark in den Sitz reingedrückt. Und das liegt dann an der sogenannten G-Kraft. Das G steht für das englische Wort Gravitation. Auf Deutsch heißt es so viel wie Schwerkraft. Ein G ist also die Kraft, mit der jeder Gegenstand oder auch jeder Mensch von der Erde angezogen wird, wenn er sich gerade nicht bewegt. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier eine Waage. Wenn ich mich jetzt da drauf stelle, so, ich wiege 70 Kilo. Also entspricht ein G bei mir 70 Kilo. Eigentlich ganz einfach. Aber wenn ich jetzt mit Schwung drauf springe, Achtung, dann schlägt die Waage kurz viel mehr aus und ich wiege für einen ganz kurzen Moment noch mehr, als ich eigentlich wiege. Das hat mit dem Schwung zu tun, mit dem ich auf der Waage lande. Man nennt es auch Beschleunigung. Wenn ich beschleunige, lädt sich mein Körper quasi mit Energie auf. Und in dem Moment, wenn ich auf der Waage lande, dann entlädt sich die Energie und drückt auf die Waage drauf. Deswegen bin ich dann auch einen kurzen Moment schwerer, als ich eigentlich bin. Je höher ich springe, desto höher ist auch die Energie, die auf die Waage drauf drückt. Und genauso ist es dann auch bei der Achterbahn. Guckt mal. Wenn ich von ganz oben runter sause, beschleunige ich dabei ganz stark. Und hier unten habe ich mich am meisten mit Energie aufgeladen und bin damit am schwersten. Wenn da unten eine Waage stehen würde, würde die viel mehr anzeigen, als ich eigentlich wiege. Bei dieser Achterbahn sogar das 4,5-fache meines Körpergewichts. Darum sagt man auch, an dieser Stelle wirken 4,5 G. Das dauert aber nur ganz kurz und das ist auch gut so. Denn wenn das länger dauern würde, kann es für den Körper gefährlich werden, weil der so viel Belastung über längere Zeit nicht aushält. Beim Achterbahnfahren bekommt man eigentlich Angst. Weil man aber weiß, dass nichts passieren kann, macht's trotzdem Spaß. Gecheckt! Nach all dem Achterbahnfahren will ich jetzt wissen, wie man so ein Ding eigentlich baut. Und das erklärt mir Thorsten. Der ist Achterbahnentwickler in München. Also, letzte Checkerfrage. Wie baut man eine Achterbahn?
Wie fängst denn du an, so eine Achterbahn zu bauen? Also ich entwickle die Achterbahn, die ersten Ideen, das erste Design und dann gehen wir in den Rechner, es wird berechnet und dann gefertigt und dann zum Kunden. Das heißt, ich könnte auch jetzt hier was malen und wir können es dann eine eigene, so eine Checker-Achterbahn quasi entwerfen hier. Wir könnten es probieren. Wir probieren es auf jeden Fall, wir probieren es. Und ihr dürft noch nicht gucken, das ist noch geheim. Das wird die spektakulärste Achterbahn aller Zeiten. Fertig. Es ist vollbracht. Was hast du dir denn dabei gedacht? Also jetzt hier, der Teil ist hier so ein ganz großer Hügel, so ein 100 Meter hoher. Der dann, 100 Meter? Ja, also es muss schon richtig groß sein. Mhm, und dann kommen drei Loopings hintereinander und dann kommt man nach den Loopings in so, in so eine Schraube. Die Idee ist gut. Mhm. Ja, aber natürlich. Jetzt das ist die beste Idee, die ich je hatte. Jetzt muss ich dich leider ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückbringen. Die Physik spielt uns da leider einen Streich. Also, du musst die dann so bauen, dass es dann nicht die Leute dann rausfliegen und so. Das wollen wir natürlich nicht. Das will ich auch nicht. Wir wollen natürlich eine realistische Bahn haben, oder? Ja. Die dann auch so gebaut werden könnte. Ja. Thorsten baut meine Idee jetzt am Computer nach. Mit dem Programm kann er die Achterbahn später auch virtuell, also künstlich, am Computer testen. So, Julian, jetzt habe ich dir das mal nachgezeichnet, deine Idee. Aber der Hügel da, der sollte ja noch viel, viel größer sein. Das können wir auch mal machen. Mhm. Ich kann dir das zeigen, was passiert, wenn der Hügel größer wird. Und dann siehst du, wie die G-Kräfte richtig rot werden. Okay, also das ist komplett hier Feuerwerk, Alarmstufe rot. Ein roter ist gefährlich. Es würde einfach nicht funktionieren. Deswegen ziehen wir das wieder etwas runter. Mhm. Dann haben wir weniger Energie in dem System und wir haben wieder G-Kräfte, die richtig Spaß machen. Dann können wir jetzt mal versuchen durchzufahren und mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Bin schon gespannt. Oh, das geht ja mega steil rauf. Glaub mir, die 30 Meter, die reichen aus. Erster Looping. Zweiter Looping. Dritter Looping. Und jetzt in die Kurve. In die Kurve. Komm mit, Thorsten. Und jetzt kommt die Hardroll. Da ist man quasi so mit dem Kopf über dem Boden fast. Wenn sich die Spirale so... Genau. Und der dritte geht. Kreisel. Ja. Und wieder zurück in den Bahnhof. Das ist nochmal, die musst du bauen, die Achterbahn. Die ist richtig gut, oder? Wenn Thorsten eine Achterbahn entworfen hat, wird sie hier gebaut. Die Schienen werden von Hand geschweißt. Die Maske schützt übrigens die Augen vor dem hellen Licht des Schweißgeräts. Die einzelnen Schienenabschnitte werden dann im Freizeitpark zusammengesetzt. Von der ersten Idee bis zur fertigen Achterbahn dauert es über ein Jahr. Die Idee für eine Achterbahn entsteht auf dem Papier. Am Computer wird die Bahn geplant und getestet. Erst dann wird sie gebaut. Gecheckt. Thorstens neueste Achterbahn steht im Skyline Park im Allgäu. Und ich darf sie gleich ausprobieren. Aber Thorsten, was ist denn das jetzt für ein Ding hier? Das ist unser absolut neuester Coaster. Das ist unser Spike Racing Coaster. Spike Racing Coaster. Spike Klingt Racing. Schon mal gut. Wir haben hier die Möglichkeit, mit deinem Antrieb auf der Strecke selber Gas zu geben. Man kann selber beschleunigen. Man kann selber beschleunigen und wir können damit alles machen, was es bisher noch nie möglich war in der Achterbahnwelt. Also jetzt kann quasi jeder sagen, ja, ich traue mich nicht so, ich gebe weniger Gas oder halt ich drehe richtig Gas und heiz die ganze Strecke entlang. Genau, genau. Aber das Interessante an dem ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die Beschleunigung. Weil wir haben hier die Möglichkeit, mit insgesamt 1,2 G zu beschleunigen. Vielleicht zum Vergleich, ein Porsche schafft es mit 1 G zu beschleunigen. Weil ansonsten schneller geht es nicht, weil die Reifen durchdrehen. Das Ding beschleunigt schneller als ein Porsche. Richtig. Das muss ich ausprobieren. Okay, was muss ich machen? Man sitzt wie auf einem Motorrad. Einen Sicherheitsbügel hat der Spike Coaster nicht. Dafür aber einen fetten Gurt.
Hier am Griff gibt man Gas, auch wie beim Motorrad. Also Leute, los geht's! Und das Coolste, es wird sogar die Zeit gemessen. Man kann also gegeneinander fahren. Und das machen Thorsten und ich auch. Vollgas! Nicht schlecht, oder? Meine Haare stehen zu Berge. Freut mich. Freut mich was. Ey, so cool. Ey, mit diesem Start, der geht so schnell los. Und dann, wenn du dann auch noch so den Boost-Knopf drücken kannst und dann so richtig schnell wirst. Das war so cool. Jetzt ist Thorsten dran. Mal schauen, wer von uns schneller ist. Oh-oh. Das wird knapp. 33,20. Und ich war 33,6. Echt? Nee. Jetzt waren ja die 0,4 schneller als ich. Ey, Thorsten, es hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Freut mich, dass du da warst. Leute, ich bin mit einer mega hohen Achterbahn gefahren und mit einer, in der man selbst Gas gibt. Eins fehlt mir aber noch. Ein Looping. Ey, Bernd, was ist denn das für eine Bahn? Das ist Skyscream, die hat zwei Loopings, aber das sind keine normalen Loopings, weil du nicht innen rum fährst, sondern die Bahn dreht sich vorher, das heißt, es ist ein umgedrehter Looping. Weil du außen rum fährst, also du fährst außen im Außen um den Looping rum und da hebt sich dann auch nochmal aus dem Sitz raus. Was heißt denn Looping? Ja, Looping kommt vom Englischen, Loop, also die Schleife, weil du quasi wie durch eine Schleife fährst, ist das aus dem Englischen dann eingedeutscht als Looping. Okay, dann gehen wir rein, oder? Dann mal los. Cool. Die Skyscream hat nochmal einen anderen Antrieb. Sie wird am Start beschleunigt und hat dann so viel Schwung, dass es für die Loopings und Schrauben ausreicht. Und man fährt sogar kurz rückwärts. Moment, mein Magen muss ich jetzt erstmal erholen. Ich brauche mal eine Pause, aber es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Das freut mich und schön, dass du da warst. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was heißt das englische Wort Looping? A. Beuge, B. Schleife oder C. Kurve? Na, habt ihr die Lösung in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Looping kommt vom Englischen, Loop, also die Schleife, weil du quasi wie durch eine Schleife fährst. Richtig ist also Antwort B. Hey Leute, ich bin ziemlich fertig vom Achterbahnfahren. Ich drehe jetzt hier noch ein paar entspannte Runden mit Ferdi und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Und ziemlich schnell kapiert, hey. Wer die Welt bereist und ganz schön Motor beißt. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der gerne schleppt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian.